Bitte ganz vorsichtig. Der WM-Pokal 36,8 cm hoch, knapp 6,175 kg. Weder besonders groß noch schwer, aber von unschätzbarem ideellen Wert. Pierre Littbarski hat die Trophäe schon mal in Händen gehalten, 1990 nach dem Titelgewinn in Italien. Jetzt hat er die große Ehre, den Pokal, der zu 80% aus 18-karätigem Gold besteht, aus dem FIFA-Museum in Zürich abzuholen. Die Original-Weltcup-Trophäe geht jetzt nach Russland und wird dann 2018 dem entsprechenden Gewinner überreicht. Bis zum Beginn der WM am 14. Juni 2018 wird der Pokal durch 50 Länder reisen und in 24 russischen Städten Station machen. Der kommende Champion muss das Original übrigens gleich nach dem Turnier wieder abgeben. Die Goldtrophäe bleibt stets im FIFA-Besitz. Der jeweilige Weltmeister bekommt nur eine Kopie, den sogenannten WM-Siegerpokal aus vergoldeter Bronze.